Willkommen zurück zu Mafia 3, jetzt auch in der Definitive Edition. Ja, vor nicht allzu langer Zeit gab es ein Update von Mafia 3, Mafia 2, Mafia 3 und Mafia 2. Und ja, die wurden zur Definitive Edition hochgegradet. Es gab ein paar Patches. Wir gucken mal, ob wir einen Unterschied sehen. Und in naher Zukunft kommt auch Mafia 1 als Definitive Edition raus. Ja. Die werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht auf YouTube bringen. Ja, ich werde das Spiel auch zocken, aber höchstwahrscheinlich auf Twitch mehr. Wo ich in letzter Zeit auch aktiver war. Also einmal die Woche versuche ich es eigentlich mindestens zu streamen. Meistens kein Mafia oder sowas. Mehr diverse andere Spiele. Diverse andere in Form des Football Managers von Sega. Aber das nur dazu. Ich versuche auch dieses Spiel in naher Zukunft zu Ende zu bringen. Nase sitzt etwas zu, hoffentlich kein Corona. Wir zocken ein wenig. Heute, ich weiß gar nicht, weil ich habe das letzte Mal, glaube ich, im Mai aufgenommen oder im März sogar. Ich weiß, dass ich im März sehr, sehr viel am Stück gezockt habe und deswegen die ersten 50 Folgen im Kasten hat. Gut, wir starten heute mit Episode 51. Eigentlich müssten wir zum Pater, habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesagt. Allerdings möchte ich auch ein bisschen mehr Sidequests machen. Das könnte wirklich etwas sein, was ich mir immer oft nach Twitch auslagere. Diese ganzen Marihuana-Geschichte beispielsweise, dass wir das ein bisschen ausbauen. Mal gucken, was die Zeit so bringt. Als erstes fahren wir zum Pater. Ich hoffe, dass das was wird hier, weil ich die OBS-Aufnahme ein bisschen umgestellt habe, um auch den ganzen Ruckelpart in Grenzen zu halten. Weil das Spiel ja doch in manchen Fahrsituationen einige Performance-Probleme aufgewiesen hat, zumindest während der Aufnahme. Wir fahren jetzt einfach mal zu Vater James und gucken. Hallo? Irgendwie ist mein Auto dezent langsam. Aber wir treffen uns jetzt mit Vater James. Ich will die Nebenquests ein bisschen... Nein. Ja, lasst mich in Ruhe. Weg hier. Ha! Herausgekommen sind wir da. Ha! Ach, wie ärgerlich. Der Sichtkontakt wurde verloren. Ich habe ein bisschen am Sound geregelt. Weil mir gerade mal auffällt, wir könnten die ganze Chose ein bisschen lauter machen. Das ist jetzt alles schön on the fly. Also, hey, ihr kennt das Ganze ja. Professionalität wird hier klein geschrieben. Diverse Leute haben mir auch ein Nuttenvokabular unterstellt. Nicht in diesem Projekt, aber in diversen alten Projekten. Was auch stimmt, gebe ich ehrlich zu. Aber hey, man entwickelt sich weiter. Und außerdem muss ich Fahrten überbrücken. Deswegen habe ich dieses Nonsens-Thema. Oh, scheiße. Dieses Nonsens-Thema, übrigens da wieder gewesen, ne? Die Fäkalsprache, die Fäkalausdrücke. Wer sie nicht mag, pardon. Aber den Mund zu kleben, tue ich mir auch. So. Das ist der Nachteil, wenn man nicht oft genug spielt. Einfachste Mechaniken werden aus dem Hirn verbannt. Und noch mehr Nonsens gelabert. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Ah. Die Verfolgung wurde eingestellt. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Ja, wir haben es ja verstanden. So. Oh, wir sind da. Und ich meine, ja, wir hätten hier zweierlei Sachen. Wir hätten, glaube ich, so einmal zu Pater James gekonnt. Und ich glaube, hier könnte jetzt auch das nächste... Mal, ob wir hinten irgendwie rumkommen. Weil hier zweierlei Sachen sind. Wir haben hier einmal hier, dass hier New Bordeaux ein wenig Frieden finden. Das ist einer der DLCs. DLCs. Und jetzt will ich mal gucken. So nach und nach verstand ich den Schmerz, den Lincoln ertrug. Kommt aus dem Krieg und erwartet Frieden. Aber alles, was er fand, war Schmerz. Tragisch. Es musste passieren, dass er immer weiter in den Sumpf gezogen wurde. Und trotzdem, ich dachte... Ich hatte gehofft. Gehofft, dass ich ihm beim Loslassen helfen kann. Er war noch gefangen in der Sache mit den Marcanos.
Er lag ja noch im Koma, als wir Sammy und Alice bestatteten. Er hatte also nie eine Chance, sich zu verabschieden. Das sollte er nachholen, dachte ich. Dann könnte er wieder ein normales Leben führen. Falls jemals eine Person falscher lag als ich, dann... kenne ich sie nicht. Fahre zu Sammys Bar, ein wenig Frieden finden. Das meinte ich eigentlich hier. Die Mission wollte ich eigentlich starten, aber dann starten wir jetzt die Sidequest, ein wenig Frieden finden. Ich will sie ja sowieso machen. Und da wir jetzt in der letzten Episode wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Lenker. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer loszulassen, sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. Die Untertitel aus. Also, der Pater möchte uns den Abschied leichter machen. Ich glaube, er möchte uns einfach nur vom Pfad der Gewalt bringen. Aber ich glaube, so wie wir Lincoln... Oder. Untertitel haben. Bin ich in der Anzeige, glaube ich, einfach falsch. Hachi. Bestimmt. Oh. Eel. Tatsächlich aus. Boah. Deine Tante Lilly hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh, weiß nicht, was ich ihr sagen soll. So wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lilly genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein. Schmiss alle Mädels raus. Die Freier, Sammys Crew. Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Paula. Aber vielmehr noch an euch Jungs. Dass ihr euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an gab es dort keine Prostitution mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lilly uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte und sowas. Sie hat euch Jungs beschützt. Eine solche Familie ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Er versucht uns sehr gut zuzureden, das muss man sagen. Sensibilisieren, auf die emotionale Schiene uns zu kriegen. Hab ich die Grafikeinstellungen zu? Habe ich. Blumen ein. Hier Leising auf hoch, mal 4 Text. Wir gucken mal, wie das hier hinterher aussieht. Im Zweifelsfall habt ihr hier die reinste Ruckel-Episode wieder. Aber wenn nicht, ja, dann kommentiere ich hier hinterher nochmal drüber. Und tue so, als ob nie was gewesen wäre. Hey, wisst ihr noch, wo uns der Pater von der Gewalt runterbringen will, wollte? Ja. Ja, ich wiederhole mich. Wisst ihr noch, wo uns der Pater von der Gewalt wegführen wollte? Ja? Ach, Kea. Ihm mehr diese Gewalt. Wie du heißt, mein Kind. Anna. Das wird schon wieder. Lincoln, das hier ist Anna. Diese Männer sind erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass ihr verschwindet.
Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickfor. Da sind wir sicher. Das weißt du nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drin umsehen. Sudelt von Blut. Ach ja. Immer wieder ein Träumchen. Ja. Immer wieder. Fuck. Wer zur Hölle waren diese Leute? Ohne die Kamera. Vielleicht sollte ich hier meine Kamera einsetzen. Eine Kamera gibt's. Es scheint ja auch so eine Art Ritusstätte geworden zu sein. So Ritualmord und so. Naja. Gut, ich habe hier doch eigentlich noch ein Safe, ne? Hab ich den eigentlich auch noch? Es ist gut, dass ich da Geld reinwerfe, obwohl hier tausende von Leuten anscheinend ein- und ausgehen. Haben wir zwar noch einen Playboy mitgenommen. Das Gemälde nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, wann wir hier überhaupt noch mal auftauchen. Untersuche Sammys Bar. Wir kriegen auch jetzt locker den nächsten. Untersuchungsmodus. Du bist jetzt im Untersuchungsmodus. Um Hinweise zum Kult zu finden, musst du Gegenstände, Leichen sowie Kultursymbole in der Umgebung. Machen wir das mal, ne? Jede Leiche hat ihre Geschichte. Interessant. Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Lick! Jesus, Jesus. Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. Sonst noch was Spannendes? Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier? Kann ich jetzt nicht mehr versuchen, okay? Besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir wieder auf irgendeine Hinterwäldler-Farm auf so einer Farm landen werden. Aber wir schauen. Was ist wohl mit dir passiert? So eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Ich glaube, sobald wir durch sind, kommt gleich die nächste Kavallerie. Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. War noch gar nicht fertig. Das Gesicht hat auch noch was. Okay, ich wollte sagen. Ach, die Augen fehlen auch. Oder lesen. Interessant. Ja, okay, sind sie nicht. Ich glaube, die Uhr ist einfach nur etwas verschoben. Was hat sie noch? Hier hat sie noch. Ich hab noch nicht alles. Aber gucken. Ah, da oben. Eine Art von Tattoo. Könnte was bedeuten. Tattoo. Am Arm. Keine Spur von Fesseln.
Hast dich wohl mit der Falschen angelegt. Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Absolut kein Freund. Leveln. Vielleicht für irgendeine Art von Zeremonie. Mal solche Kluckluckspinner finden. Ja, mit einem Messer. Okay, noch nicht genau genug geguckt. Sieht irgendwie rituell aus. Du Blitzmerk. Sieht irgendwie rituell aus. Diese Zeichen. Seltsam. Okay, das wäre dann alles. Zeit zu gehen. Als ob mich jetzt hier nicht noch einer abfängt. Okay, tatsächlich nicht. Tja, es wurde ja Kriegsmüdigkeit genannt im Zweiten Weltkrieg. Oder kampfbedingte Stressreaktion. Aber der Begriff, der wohl passender wäre, ist Kriegsneurose. Wir alle wissen, dass der Krieg wie die Hölle ist. Ja, also nichts Neues. Der Schmerz. Die Schuld. Und immer diese Wut, dass du gezwungen bist, Abscheulichkeiten zu tun. Es bricht dein Herz. Und ich wusste sofort, dass dieses Mädchen auch eine Art von Krieg erlebt haben musste. Denn die Hölle loderte in ihren Augen. Ich sprach gerade mit Anna über die Männer drüben im Sammys. Sie wurde nicht verschleppt. Sie ging mit ihnen, freiwillig. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Kleine ist gelaufen, als hätte sie Todesangst. Und drin im Sammys standen drei Wörter an der Wand. In Blut gehüllt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sammy hat dir bestimmt mal was erzählt von der Ensanglantée. Klar, so eine Gruselgeschichte. Ensanglantée heißt in Blut gehüllt. Ihre Geschichte reicht bis zu den ersten Siedlern zurück, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber sie fanden nur den Tod. Es begann alles, sich zu ändern mit den neuen Zeremonien in ihren religiösen Praktiken. Die Menschenopfer. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Ist Anna eine von ihnen? Alles, was ich sagen kann, ist, sie hat sich einfach mit sehr üblen Leuten umgeben. Lincoln? Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen? Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst?
Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Aber wir können's. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte sie stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Ja, kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Hey, das war sehr gut, Anna. War sehr gut. Sehr gut. Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn der Schleier aufzieht, steigt der Geist im Vor und das Fleisch verzehrt. Das Fleisch verzehrt. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen. Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen. Aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Danke, Pater. Er denkt sich auch nur, na, ja, wären wir mal zu Hause geblieben. Deswegen liebe ich diese Spiele, wegen ihrer Story, wegen ihrer Tiefe, was halt Storytelling an. Nicht unbedingt die Gameplay-Geschichten, aber hey. Jungs, begib dich nun zum Blanchet. Nuit Blanc, Entschuldigung, so eher Blanchet vor allem. Nuit Blanc. Da machen wir in der nächsten Episode weiter. Das war's dann erst einmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, dass ich schneller wieder zum nächsten Recording, zur nächsten Aufnahme komme. Und ja, mein Headset quietscht hier. Merkt ihr das? So. Jetzt sollte es weg sein. Gut, ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.